Binance hat Cardano eingeholt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war alles in Binance. Oh mein Gott, vorbei. Hola, que pasa, que tal, amigos? Heute sind wir da. Das ist die erste. Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start Chong Banks. Was geht? Der Eistee Gourmet. Und ich bin pünktlich da, ja. Wir haben letztens Capital Bra Eistee geprobiert. Der war echt krass, ohne zu hypen. Den Geschmack haben wir noch im Mund. Echt jetzt? Ich habe am nächsten Tag echt so die zwei Packungen, die wir noch über hatten, direkt aufgesoffen. Dementsprechend testen wir heute mal alles, was wir heute so gefunden haben. Such mal was aus, Chong, das erste, und dann schütten wir ein bisschen eins von uns. Okay. Probieren wir mal Eistee Zitrone von Mayfair. Also, das ist die Billigvariante, das ist so wie Ja. Ja, habe ich jetzt nicht gefunden, das soll der Ja-Ersatz sein. Ist leiden, dann ist Zitrone, Leute, weil Chong Pfirsich nicht will. Jawohl. Hashtag Werbung. So, jetzt probieren wir mal. Warte, ich lasse es noch in der Kamera so. Ja, damit die wissen. Damit sie sehen. 1. Schreibt immer gerne allgemeine Runde in die Kommentare. Du musst ja noch welchen Eis dir gerne trinken. Ja, aber das Foto meinst du. Das riecht schon künstlich. Welches Foto? Von dem Ding? Okay. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Es ist so schlecht. Boah, es schmeckt echt eklig. Also es schmeckt nach Wasser, dann kommt der Nachgeschmack von Zitrone und dann schmeckst du einfach nur noch Zucker raus. Was für Zitrone? Ich schmecke da gar nichts Zitrone. Nur noch Zucker. Zuckersirup, keine Ahnung. Ich schmecke nur irgendwas bisschen Bitteres. Die Zutaten, eine bittere Masse. Ja. Die erste Zutat Wasser, die zweite Zucker. Dann geht schon direkt los mit Säurungsmittel. Mein Gott, was für ein Vergleich zu Brattee. Trinatriumcitrat, what the fuck? Ja, man, echt eklig. Ich glaube, bald verboten und vom Markt genommen. Oh mein Gott. Alter, Lippen ist krass, muss man ehrlich sagen. Aber es ist Lippen, Sparkle. Das ist special für Buriken. Eher so in jedem Livestream eher so, Jungs, habt ihr probiert, Jungs, habt ihr probiert. Ja. Lippen, Sparkle habe ich auch mal probiert. Es ist einfach eklig. Ja. Also Eistee darf kein... Das sage ich viele. Eistee darf kein Kohlensäure enthalten. Das ist ja... Aber probieren wir mal jetzt. Okay. Sparkling. Sparkling. Allgemein und gerne in die Kommentare. Ich hasse nicht Buriken. Ja, ich schieb dir wieder vor die Kamera. Sorry. Das kann nicht sein. Nein! Das gehört nicht zusammen. Ja, das ist einfach nicht. Das sind zwei Arten eigentlich. Geil. Dieses Geile mit der Kohlensäure. Dieses Blubbrige im Mund, aber... Das gehört nicht zusammen. Das geht nicht. Eindeutig. Der Geschmack ist schon gut. Ja, vor allem im Vergleich zu davor. Ja, aber ist ja auch mein Lieblings-Eis hier. Aber das probieren wir gleich. Die Kohlensäure muss echt nicht sein. Mann. Normal. Das ist so mein Lieblings-Eis hier eigentlich. Das ist genau der ohne Sparkling. Das ist eigentlich derselbe, ja. Aber der müsste jetzt krass schmecken. Der schmeckt sowieso krass. Ne? Bist du bereit? Ja. Tschüss. Auf die Freundschaft. Der schmeckt krass. Ja, frisch, fresh. Ja, nicht zu süß, man merkt direkt, ja. Ja, der ist angenehm, von dem kann man auch... Der ist echt sehr angenehm. Nicht bitter, kein ekliger Nachgeschmack. Mhm. Der hat so einen schönen, sanften Teegeschmack. Mhm. Boah, der ist echt... Mein Lippen-Eistee ist echt zu krass. Okay, der ist echt nice. Der beste bis jetzt. Eigentlich auf jeden Fall. Wie machen wir Rating am Ende oder wie? Oder zwischendurch? Ja, dann machen wir Rating. Dann mach hier, was war der erste? Alter. 1. Wie viele Ranking gibt es? 1 bis 10? 1 bis 10. 10 beste. Ey, ich will 2. 2. Der ist echt schlecht. Ja, der muss vom Markt genommen werden. Was ist echt so? Man kann schon trinken, wenn man echt kein Geld hat. Aber ja, früher, alte Zeiten immer. Ja, man, Saft hat man doch den nicht getrunken. Doch, ja. Eistee. Ja, Tetrapack, weißt du nicht? Pfirsich, der in Pfirsich, der geht gerade noch. Das ist der gerade noch geht. So, der war Nummer 2. Achso, doch. Achso. Nummer 2 ist Nummer 2 war das, ne? Ja. Sparkling, was gibt ihr? Also ich, vom Geschmack her gebe ich echt eine 8. Aber weil Sparkling drin ist, gebe ich wieder minus 5. Also bei mir ist wieder auf eine 3 oder so, weil das Sparkling drin ist. Ja, ihr habt auch gesagt, Kohlensäure ist eklig. Ich sag 2, Katastrophe. Kohlensäure ist eklig, aber Geschmack echt top. Kann man nichts sagen. Definitiv für mich hier. Das war der normale Lippen jetzt. Das war hier. Achso, sorry, ja. Also definitiv für mich eine 9. Ja, hätte ich auch gesagt. Lippen-Eistee ist für mich zu krass einfach. Ja. Einfach frisch, man schmeckt es raus. Einzige, was wo bei Lippen-Eistee echt eklig schmeckt, ist, wenn es warm ist. Boah, das schmeckt dann auch eklig, aber sonst, wenn es gekühlt ist, brutal. Ja. 8,5 würde ich so sagen. Also, Barisch der Kittisch heute. Jetzt haben wir hier Eistee von Arl Holzner.
Ja, probieren wir Heidelholz. Boah, die waren nicht gut, Mann, da habe ich in Erinnerung. Ja. Also sind echt geile Marken. Eigentlich schon, ja. Geiles Mineralwasser. Also was ich jetzt vermute, ist, dass dieser Eistee hier ein bisschen mehr, ein bisschen wässrig schmeckt, weil Heidelholz und alles eigentlich ein bisschen mehr Wasser hat. Ja, man sieht aber schon. Also tut mir ganz wenig. Also Geschmack geht gar nicht. Viel süßer, als ich erwartet hätte. Ja, richtig süß. Schmeckt gar nicht so nach Zitrone. Ja, der ist so anders. Das ist so ein... Schwierig. Also ich finde ihn nicht schlecht. Ja, das ist so ein Mittelding. So 7. So 6 bis 7. 6, 7 würde ich es geben. Ja. Ich gebe ihm 8, Alter. Krass. Ich finde ihn echt nicht schlecht. Der hat aber so, irgendwie, hat was anderes. Geschmack ist ein bisschen, da irgendwas nicer. Lass mal gucken. Yeah, mach weiter, ich schau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, tot. Einer der krassesten Eistees, den es auch noch gibt auf dem Markt. Futze-Tee. Der ist auch gut. Da schmeckt man wirklich den Tee raus. Besser als Lippen, findest du? Fast gleich sogar. Futze-Tee ist nicht schlecht. Alter. Der riecht schon mal stärker. Also der Duft, der Ente hat, oder nicht? Ja. Es hat Schwarztee. Und Schwarztee schmeckst du hier eigentlich echt raus. Boah, ja, Mann, du hast recht. Boah, ich finde den Ends geil irgendwie. Für mich auch definitiv eine 9. Ich finde den gut. Minimal besser als Lipton. Mhm. Doch, der ist sogar eindeutig. Der ist auch. Ja, ja. Ich finde den krass. Ich 9, den gebe ich eine 9. Intensiver. Mhm. Ja, man schmeckt den mehr schwarz. Den kannst du nicht besser. Auch besser. Das heißt, ich muss dem 9,5 geben. Ja, Mann. Ja. Okay, dann ist Bra 10 oder was? Bra ist auch 10, Mann. Normal, der ist auch 10. Oh mein Gott. Scheiße. Was haben wir jetzt hier? Ein Eistee von Volvic. Alter, ich hasse Volvic. Es gibt kein Wasser, was so sehr nach Papier schmeckt wie Volvic. Volvic, ins geil. Volvic. Oh mein Gott. Der ist echt der schlechteste von allen. Schlechter als der Billig. Schlechter als der Billig. Das ist die Katastrophe. Wie kann es sein? Ich schwöre, ich check nicht. Das ist Volvic. Volvic hat so einen intensiven... Jedes Mal. Das ist echt eklig, Mann. Oh mein Gott, seid ihr... Hey, das schmeckt nach Plastik, Mann. Und dann noch der eklige Nachgeschmack. Ja, der Nachgeschmack ist nach Plastik. Echt, sorry, Volvic, aber ich feiere euch echt gar nicht. Alter, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist so schlecht. Schlechter als Buikens Teil sogar. Er schmeckt so, als hätte ich Wasser genommen und so eine Zitrone eine Nacht irgendwie da drin liegen lassen oder so. Ja, Mann. Und ein Stück Papier und Holz. Und es schmeckt sogar noch. Er hat so einen bitteren Nachgeschmack noch, gell? Alter. Also eine 5. Hä? Hast du eine 5, Mann? Das ist 1. 4. Ja, 1. 1. Das würde ich nur trinken, wenn ich kurz vorm Verdursten bin. Was haben wir hier? Von Rewe. Iced Tea. Also, was mir gleich auffällt, der ist der dunkelste bisher. Ja, Mann. Oh ja, stimmt. Eigentlich schon Pfirsichfarbe. Pfirsich halt. Bäh, das schmeckt ja auch eklig, Mann. Echt jetzt? Das schmeckt genauso wie der alte Volvic, Mann. Hä? Endeklig. Das kann nicht sein, die Essenstester. Wir haben auch die ersten, die haben auch die krassen zu essen genommen. Das sind einfach die ekligen Sachen. Hä? Katastrophe. Der ist ja billig, der ist nicht so krass. Der schmeckt auch nach Plastik. Der ist so wie der andere. Der hat auch was Ekliges, Alter. Irgendwas... Ja, der ist ein bisschen sauer und bitter. Richtig tot. Er lässt so meinen Mund ein bisschen zusammenziehen beim Trinken. Okay. Punkte. 2. 2 bis 3. 2. Kauft euch das nicht. So, dann haben wir hier einmal Nimm mich mit. Von Rauch. Von Rauch, der ist krass. Der ist auch dunkel. Der schmeckt schon wieder ein bisschen besser. Ja, ja, ja. Doch, der schmeckt gut. Schön süß. Ist tick zu süß, muss ich sagen. Ist nicht so unangenehm im Mund wie der davor. Mhm. So eine Dose ist im Sommer viel geiler, wenn der richtig kalt vom Kühlschrank kommt, statt so Plastik. Kein ekliger Abgang. Sogar das bittere bisschen. Leute, der hat sogar viele Prozente drin, krass. Nice.
Würde ich auch 8 geben, würde ich sagen. Ja, der war echt gut. Oh, yes, Durstlöscher. Jetzt haben wir Durstlöscher aus der Kindheit. Alter, wer kennt's von euch? Preis-Leistung, besser. Wer kennt's nicht? So geil. Natürlich, Mann. Durstlöscher, Eistee, Zitronengeschmack. Oh mein Gott, Alter, wie soll ich das jetzt einschenken? Wie glücklich man mal immer, wenn man so eine fette Eistüte hat. Das ist eigentlich echt viel. Halber Liter ist das. Ja, gern. Denkst du gar nicht. Viel, ja. Ui, der krasse Übergang. Schon ist echt für die Kamera gemacht. Oh, yes. Durstlöscher. Okay, der ist richtig schwarz. Alter, der ist so richtig schwarz. Ja, Mann. Das ist der dunkelste bis jetzt, gell? Okay, der ist auch überzuckert. Also, das ist so viel Zucker. Ja, Mann, das ist gar kein Tee, das ist wirklich. Das ist aber Limonade. Nur Zuckerwasser. Das ist ein Durstlöscher. Da kriegen wir doch viel mehr Durst, oder? Ja, genau. Das ist so einer, der ist so lecker, aber so süß auch. Du musst immer mehr trinken. Boah. Schau, der andere hat halt so 1,5% Extrakt, Tee-Extrakt. Der hat 0,12%. Ja, das ist gar kein, das schmeckt auch gar kein Tee raus. 13 Mal so wenig oder so, ganz krank. Egal, 7 Punkte Durstlöscher. Ja, für euch, ja, okay, für Durstlöscher. Für unsere Kindheit. Für unsere Kindheit. Ja, Mann. Jetzt haben wir halt hier keinen Zitronentee, aber Wassermelone von Arizona. Die sind ja eigentlich auch Top-Tier. Ja. Arizona schmeckt auch echt gut. Die haben ja alles revolutioniert. Die haben ja Eistee irgendwie neu entdeckt. Ja, was ist für ein komischer Nachgeschmack am Ende? Ey, da ist irgendwas Komisches drin, oder? Ja, Wassermelone. Das alles, glaube ich. Schmeckt irgendwie wie Medizin. Wie diese Hustenbonbons. Hä, das schmeckt echt merkwürdig. Arizona hat es doch eins geil. Alter! Merkwürdig, eigentlich. Also ich finde schon lecker. Ja, ja, aber Ding ist echt. Weil vom Geschmack gut. Hat Arizona. Oh, okay, sorry. Vom Geschmack hat Arizona schon echt viel. Ich muss sagen, auch vom Ding her, Abgang und so, sehr geschmeidig und sowas. Aber die Sorte schmeckt mir nicht. Also die Geschmacksrichtung schmeckt mir nicht, aber an sich ist der echt gut. Also ich trinke sonst immer diesen Grüntee von Arizona und der schmeckt ja, schon der echt ist krass. Gut. Der schmeckt echt gut. Was für Punkte willst du geben für Arizona? Ich gebe 6,5. Ich hätte auch 6 gesagt. Aber wegen der Sorte vielleicht sind die anderen krasser. Okay. Aber die Sorte echt 6. Was haben wir noch? Eins haben wir noch. Alter. Aus Afrika, Alter. Aus Afrika, Schwarztee. Nein, oder? Afrikanische Zitrone. Jawohl, Alter. Und kannst du kamst heute interessant. Richtig geil, Alter. Was ich glaube, der wird gut, Mann. Vor allem hat er schon die ähnliche Verpackung wie bei Pratte. Deswegen. Oh mein Gott, komplett Katastrophe. Das kann doch nicht sein. Das. So riecht, tut eigentlich sehr gut. Also schmeckt der wahnsinnig viel nach Schwarztee. Alter! Boah. Könnt ihr doch echt nicht sagen, dass das gut ist. Das ist ein. Weil das zu gesund ist. Das ist. Was für gesund? Die haben. Also hier schmeckst du halt wirklich, das ist. Direkt nur noch Schwarztee schmeckt, also mehr Schwarztee als Zitrone. Das ist schon mal nicht schlecht für Leute, die eigentlich eher mehr Tee haben wollen, anstatt Geschmack. Bei den anderen war es halt so, man hat halt den Geschmack schon mehr geschmeckt als der Tee. Und jetzt okay, das ist der gesündeste von das allen. Ist halt, das ist halt ich sehe gerade kein Zucker. Ja, das ist es. Ja. Das ist es. Genau, man schmeckt euch kein Zucker raus. Zitronensaft, richtig viel. Okay. Das ist halt diese vegane Bio-Schiene. Ja, man, aber ich habe das nicht rausgeschmeckt. Also das ist echt wie, als würdest du Tee auf Tee kalt stellen. Ja, man, kalter Tee ist es einfach. Ich gebe dir einfach solide 5, weil es ist halt nicht der Geschmack, den wir wollen, aber das heißt nicht, dass er schlecht ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich gebe ihm fast eine 7. 7 bis 8 sogar, weil einfach der gesündeste ist einfach. Ich bin gerade beeindruckt. Also für Kinder, wenn ihr Kinder gibt oder so, okay, ich weiß nicht, ob Kinder unbedingt Schwarztee trinken dürfen. Fakt hat die, Leute. Ich weiß nicht, wie viel bei Bratte-Dings Zucker drin ist, aber. Egal, gibt's doch Kinder Bratte, Leute, Bratte Nummer 1. Ja. 10 von 10. Testet. Wir kaufen uns ein paar Paletten. Ich kaufe echt eine Palette. Ohne Scheiß. Keiner von denen kann mithalten. Ich weiß nicht, was da drin ist. Alles, nicht nur das, auch Marketing, wie es mit dem Code kam. Wie cool, ja, es war ein Erlebnis. Kein will ich jetzt nochmal trinken, unbedingt. Also heißt nicht, dass die schlecht sind, aber ich habe jetzt kein Verlangen auf irgendeins von denen. Bei Bratier, ich habe echt Verlangen danach. Ja. Das ist das Komische. Fusi war nice, Mann. Dieser Fusi war echt. Fusi. Futzetee. Futzetee, schau. Der ist echt nice.
Abschlussfazit. Ja, ja. Kohlensäure, lass die Finger davon. Sieht nicht stabil, ja. Und was war noch lecker? Rauch geht auch noch. Das waren schon so die Top-Werf. Yo, kurze Einblendung, Leute. Ich habe mal nochmal den Brate. Ich habe jetzt gefunden. Ich habe ein bisschen was für die Jungs geholt am Montag. Gibt es eine kleine Feier. Schaut gerne vorbei. Und den Eistee, den wir voll vergessen haben, der auch richtig krass gehypt eigentlich ist, bevor halt Kappi rauskam mit dem hier. Four Bro. Okay. Das ist so ein bisschen bitter. Also ich hasse das bei Eistee, dass es sich so auf die Zunge legt. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wieso der so gehypt wird. Der taugt mir jetzt nicht so. Ich gebe dem solide 6 Punkte. Aber muss nicht nochmal sein, um ehrlich zu sein. Da bist du echt in der Minderheit. Alter, ich esse Zitrone nur, wenn ich krank bin, Alter, mit Petersilie. So. Auf jeden Fall, das war's von uns, Alter. Ist geil, Mann. Bis zum nächsten Mal. Kuss geht raus. Vergiss nicht, serious business. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr.